Es wird auf jeden Fall düster, böse und ja, ein bisschen Flashbacks von der Scrap Brain Zone, nur halt ja, detaillierter, krasser. Es geht weiter mit der Metallic Madness Zone, Eggmans Hauptbasis und letzte Stage von Sonic CD, sozusagen das Finale. Und meiner Meinung nach einer der nervigsten Zonen. Wurde auch wieder in der die Zone wurde auch wieder remaked in Sonic Mania. Oh geil, wieder diese Plattform, die wieder verschwinden müssen. Okay. Aber der erste Act ist natürlich kurz. Aber der zweite wiederum, der wird richtig ätzend sein. So, wir sind hier fertig. Mit der Zone hier. Oder mit dem Level Act. Wie auch immer. Weiter geht's mit Act 2. Meiner Meinung nach auch einer der nervigsten Level. Oder der nervigsten Acts. Ja. So. Hier möchte ich direkt mal in die Zukunft springen. Obwohl wären wir ja sowieso gelandet, wenn wir das Level durchgespielt hätten. Ja, jetzt wird's richtig ätzend. Jetzt kommt hier dieses, wird man die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert mit diesen Röhren hier. Aber die Musik ist cool. Scheiße. Ich falle hier die ganze Zeit so. Was war das denn jetzt? Ich hab nichts gemacht. Oh Mann, Sonic bleibt doch da kleben. Das ist so eine ähnliche Sache wie aus Sonic 1 hier mit diesen Zahnrädern. Ist aber auch echt nicht leicht. Muss ich euch sagen. Aber sag mal, sind wir jetzt hier nur hergekommen wegen so einem dämlichen Schild? Ich krieg das Kotzen. Ja, sind wir. Wir sind nur wegen einem Schild jetzt hier gewesen. Super. Können wir eigentlich auch wieder zurück. Geil. Ab dafür. Ja, dieses Level ist ein richtiges Labyrinth. Ja, super. So, damit. Ja, ich lande straight auf die Stacheln, ey, geil. Ich hole mir den Schild nochmal wieder. Okay. Was auch immer das war. Egal, machen wir mal hier nach oben. Oh. Komm hier nie nach oben. Wenn ich hier jedes Mal irgendwo. Ja. Ja, das hat geklappt, sehr schön. Boah, Alter, die Framerate! Diese Viecher, die hasse ich auch. Pass mal auf, da gibt es auch einen richtig geilen Trick, weil sobald wir nämlich aus diesem Hintergrund nämlich rauskommen, dann geht das Ding nämlich hoch. Aber, Trick 17. So. Die Sau hat uns nicht getroffen. Haha. Das ist schon echt ein verfluchtes Labyrinth hier.
Ich hatte mal vielleicht über was überlegt. Und zwar geht es um Pokémon. Ob ich mal eventuell Pokémon Generation 1 bis zur aktuellen Let's Player. Oder vielleicht einfach durcheinander. Oder je nachdem, wie ich halt Bock habe. Aber ich hätte mal eine Frage an euch. Aber ich glaube, das wäre so ein besseres Thema für, wenn ich Pokémon spielen würde. Die Frage hebe ich mir nochmal auf. Für das Let's Play. So eine Pokémon-Edition. So. Ah, das Level geht schon recht lang. Ah, der steht natürlich richtig gut, der Dude. Jetzt werden wir zu Mini-Sonic. Das sieht aus. Wir haben sie ja den Sprite vom Continue Sonic benutzt. Also wenn man ein Continue damals kassiert hat oder ein Continue gekriegt hat. Das ist nämlich der Sprite davon. Was ist denn das, dass ich hier die ganze Zeit von diesen verdammten Federn hier überall durch die Gegend geballert werde? Mann, nervt. Ja, wenn wir mit dieser Passage hier fertig sind, müsste ja eigentlich auch schon bald das Ziel kommen. Ach, komm schon! Scheiße. Die Kacke ist... Ich glaube, da gehe ich wieder in die Gegenwart zurück, weil die Kacke ist nämlich, man hat keine Checkpoints in den ganzen Zeitzonen. Das heißt, wenn du einmal stirbst, darfst du den ganzen Spaß nochmal von vorne machen. Ja doch, wir gehen mal wieder zurück in die Gegenwart. Aber eine Sache möchte ich nochmal euch gleich... Ja, das werden wir sowieso gleich sehen. Und zwar geht es nämlich um den Endboss-Kampf. Der ist wirklich echt... Das ist wirklich einer der... Ja, schlechtesten Endboss-Kämpfe aus den Sonic-Spielen. Egal, gehen wir einfach weiter. Wir müssen ja nicht warten, bis das Ding da explodiert. Ey, was für ein Trick 17, ey. Scheiß Trick 17. Naja, den amerikanischen Soundtrack aus dieser Zone, den finde ich wieder richtig. Den finde ich wieder um einiges besser. Was ich mal gerne von euch wissen möchte, ist, was sind eure Lieblings-Soundtracks von Sonic CD? Findet ihr die japanisch, Findet ihr die japanisch. Europäischen Versionen Soundtrack besser oder die US? Das würde mich mal interessieren. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt einige coole Soundtracks in der US-Fassung. So ist es nicht. Ne? Also zum Beispiel der Metallic Madness Soundtrack. Jedenfalls der aus der Gegenwart. Den finde ich jetzt nicht so toll als den aus der US. Dafür finde ich aber wieder die gute sowie die schlechte Zukunft den Soundtrack wieder nicht so toll. Das mache ich ganz sicher nicht nochmal. Jetzt können wir da auch rein. Na komm, geh hoch, Junge.
Genau, der Checkpoint kommt dann nämlich genau zum Schluss. Warum auch nicht? Also es ist so ein bisschen teils bei mir, was die Soundtracks betreffen. Ich glaube, ich habe gefühlt in jeden meiner Sonic-CD-Let's Plays irgendwie nur von den Soundtracks geredet, ne? Oh Mann, oh Mann. Naja. Jetzt geht's weiter mit dem großen Finale. Und ich kann euch nur eins schon mal vorweg spoilern, dieser Bosskampf, der ist echt nicht toll. Ui, das war jetzt aber nun wirklich knapp. Naja, hier müssen wir mal ein bisschen warten. So, das war ganz kurz. So, jetzt kommen hier wieder so ein paar altbekannte Gegner. Aus der letzten Zone. Die Viecher zu kriegen ist aber auch echt nicht leicht, ne? Ehrlich gesagt, keine Lust, den Schild zu verlieren. Mensch, jetzt komm runter, du... dieses Vieh, Alter. Mann. Genau das ist der Endbosskampf. Man muss Eggman in diesem Teil besiegen und es geht ganz easy. Man nimmt einmal Schaden, dann einmal Buff rein, bis eins dieser Rotorblättern abgeht. So, und dann kann man ihn die ganze Zeit angreifen. Obwohl, das könnte ich jetzt eigentlich auch machen, so wie am Anfang, so bumm. Aber ich brauche mindestens immer einen Ring. Ja, das ist ein geiler Endboss. Kappa. Oha. Er will's aber wissen. Eine scheiß Erfindung hast du da, Eggman. Eine richtige scheiß Erfindung. So, das war's. Oh, diese Geräusche, Alter. Balsam für die Ohren, ne? So, jetzt kommt natürlich so eine kleine Abschlusssequenz. Ja. Damit gleich auf ein Schlusswort. Aber die Bildqualität ist geil, ne? Aber wir haben das gute Ende geschafft. So, der Little Planet ist jetzt auch verschwunden. Und damit hätten wir Sonic CD durchgespielt. Zumindest der erste Run mit der guten Zukunft, mit allen Timestones. Und, ja. Die Endings unterscheiden sich ja voneinander, ne? Allein guckt euch mal die Ending-Sequenz an. Hier mit diesen kleinen Filmsequenzen im linken Bildschirm, da diesen kleinen... Oh, wollen wir hoffen, dass dieser Song nicht Copyright gesaved ist. Mann, YouTube hat's ja aber auch, ne, mit dem ganzen Scheiß, ne. Aber gut. Ich werd's ja sehen, wenn das Ding geuploadet ist.
Sollte das dennoch gestummt sein, tut's mir leid. Andernfalls wird's ein Reupload geben von dem Part. Und dann der Ton wird dann rausgestummt. Ja. Okay, das sah jetzt nun wirklich zweideutig aus. Diese beiden Badniks, Alter. Da habe ich mich auch schon gefragt. Ich musste bei dieser Stelle jedes Mal lachen, wenn ich das gesehen habe. Ah, hier sieht man das nochmal schön. Aber es ist echt krass, ne, was mit dem Mega-CD alles möglich war. Ne? Ja, zu meinem Fazit von Sonic CD. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, alles im einen ist es echt ein gutes Sonic-Spiel. Mit einer Mechanik, die mir auch sehr gut gefällt, die es ja eigentlich auch hätte in Sonic 2 geben sollen. Also zumindest war es ursprünglich für Sonic 2 geplant. Aber darauf werde ich im Let's Play von Sonic the Hedgehog 2 eingehen. Ja, Sonic the Hedgehog CD war unter anderem auch das einzigste Sonic-Spiel auf dem Mega-CD. Auf dem 32X kam dann ja Knuckles Chaotix raus. Und ja, auf dem Sega Saturn gab es dann vielleicht ein paar Sonic-Sammlungen oder vielleicht Sonic 3D Blast. Aber kein richtiges Sonic 3D-Abenteuer, ne? Aber, wie gesagt, alles im einen ist Sonic CD ein wirklich solides Sonic-Spiel. Es ist auf jeden Fall kreativ, gerade von dieses Gimmick mal abgesehen. Da, wir werden gelobt. Mit einem richtig, richtig schönen Ending. Es ist, wie gesagt, ein gutes Sonic-Spiel. Es ist wirklich ein gutes Sonic CD. Ja, wie gesagt, mir hat die Mechanik in diesem Spiel sehr gut gefallen mit den Zeitreisen, auch wenn es ein bisschen schwer ist, ne, gerade dann auch den Speed zu halten. Ja, eigentlich gibt es ja nicht wirklich viel zu sagen. Allerdings, was mir natürlich nicht gefallen hat, war natürlich der Endbosskampf. Den hätte ich ehrlich gesagt mit Metal Sonic gerechnet. Die Metallic Madness Zone hätte man vor der Stardust Speedway Zone reinschmeißen sollen. Aber okay, sei es drum, ne? Oder einen viel besseren Bosskampf hätte man dann nehmen müssen. Zum Beispiel, man hätte gegen einen Mech oder sowas antreten sollen, aber nicht gegen so ein Rotor-Dingenskirchen, da was auch immer Eggman da hatte. Oh Mann. Also der Endbosskampf war wirklich low, muss ich sagen. Also einige Bosskämpfe waren wirklich low. Der aus der Tidal Tempest Zone, den fand ich jetzt auch nicht geil. Den aus der Quarz-Quadrant Zone, ja, ist innovativ. Den aus der Collision Chaos Zone fand ich ehrlich gesagt sehr nervig, aber dennoch wieder sehr, sehr kreativ mit den Pinball-Gedöns. Ne? Ja, wie gesagt, die schlechtesten Punkte, die ich euch genannt habe, waren ja halt der Endboss-Kampf eigentlich. Ne? Ja. Natürlich wird es noch mit den Let's Play weitergehen, mit dem zweiten Run, und zwar nämlich dann in der US-Fassung von Sonic the Hedgehog CD. Ihr könnt es euch gerne reinziehen. Dieses Let's Play wird auch kurz, sehr kurz sein, oder zumindest, es ist Teil dieses Let's Plays. Aber vom Eigentlichen her ist dieses Let's Play in Anführungsstrichen beendet. Aber weiter geht's. Mit dem zweiten Run, und zwar für die böse Zukunft. Bis hierhin bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben würde ich mich freuen, um keine Videos zu verpassen. Den Channel abonnieren, für eine Benachrichtigung, die Glocke aktivieren. Wenn ihr die weiteren Folgen nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall bei diesem Let's Play dranbleiben. Für weitere Videos schaut mal bei meinen Playlisten vorbei. Sehr empfehlenswert. Ja, und damit hau ich jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Wir sehen uns im nächsten Run wieder.